Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir suchen nach Ektoplasma und wir wollen auch noch zu Synderion, glaube ich, war das Synderion. Und ihm die Nierenwurzel rüberbringen. Vielleicht hat er sogar Ektoplasma, die wir dann hier in Leia Wien abgeben können. Damit die Kriegergilde da endlich Arbeit hat. Bin es eigentlich schade, dass die da jetzt arbeitslos rumhängen, weil die Schwarzgrottenkriegergilde irgendwie günstiger ist. Vor allem, wie sieht es eigentlich mit dem Zustand meiner Waffen gerade aus? 92, okay. Geht ja noch. Das geht ja noch. So, und noch mal kurz auf die Karte gucken. Hier ist eigentlich so viel Wald oder einfach nichts im Grunde. Hier auch. Wir müssen wirklich irgendwann die Straßen einfach verlassen. Ich frage mich wirklich, was hier so alles ist. Vor allem, hier ist ja keine Alpha-Wand oder sowas, das mich hindert, Cyrodiil zu verlassen. Und ich frage mich wirklich, ob Bethesda sich komplett die Mühe gemacht hat, die komplette Landmassen hier überall auch wirklich zu bauen, also zu machen, dass ich wirklich hier nach Hammerfell gehen kann. Zwar werden wir da keine Städte finden oder Wälder oder sonst was und wird wahrscheinlich alles grün aussehen, aber trotzdem, die haben sich die Mühe gemacht, zumindest viel Landmasse dahin zu tun. Ich frage mich, wann die despawnen hier, die Leichen, die hier rumliegen. So, aber jetzt erst einmal nach Skingrad. Und wir sind ja auch aktuell Stufe 15. Wo sehe ich das nochmal? Ne, Stufe 5, nicht 15. Stufe 5. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr das reichen wird, um hier zurechtzukommen gegen alles Mögliche. Aber ich würde schon gerne als erste Questreihe die Kriegergilde oder Kämpfergilde hier abschließen wollen. Danach vielleicht die Magiergilde.
Braville, Layavin, Imperial City. Da müsste ich hier... Noch nicht, okay. Erstmal zur Kaiserstadt. Ach, da hinten ist ein Oblivion-Tor. Ich wollte schon sagen. Wo ist denn eins? Aber jetzt ist gerade hier friedlich. Also, abgesehen jetzt vom Wetter. Warte mal. Der bewegt den Kopf, wenn er da eine Leiche sieht. Krass. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Nice, Akrobatik wieder voll. Also... Schon 23, nice. So, aber für Dings. Okay, wir haben hier viel mit Willenskraft. Nur eine Sache mit Stärke, Schwertkampf. Sonst Willenskraft und Persönlichkeit. Ne, warte, 1, 2, 3. Drei Sachen mit Willenskraft. 1, 2. Zwei Sachen mit Konstitution und eins. Eine Sache mit Persönlichkeit und eine Sache mit Stärke. So, jetzt wollte ich hier nochmal schauen. Die Richtung. Also, ich wollte schon sagen, was war denn da jetzt? Windasel haben wir wieder da. Dran, da müssen wir noch ein bisschen dran vorbei. Den Stein da, was war damit nochmal? War das nicht in, irgendwie ein Findling oder sowas? Turmstein. Von einer besonderen Vorsehung gezeichnet, bestimmt ihr euer eigenes Schicksal. Beschließt ihr euch nach dem Stern des Turms zu richten? Komm, machen wir mal. Die Sterne des Turms erscheinen auf euch. Ihr habt die große Kraft des Schlüssels des Aufsehers erhalten. Jetzt ist Schluss. So, das nehmen wir alles mit. Und nochmal schön heilen. Aber mit dem Banditen habe ich jetzt nicht gerechnet. Mit der Banditin, Entschuldigung.
Warte mal, was sagt denn hier? Ich kann nicht warten, wenn Feinde in der Nähe sind. Ich wollte jetzt nur gucken, wie spät es ist. Dann kann ich das hier auch sehen. 6.59 Uhr abends. So, und hiervon nehmen wir auch nochmal die Macht an uns. Genau. Keine Ahnung, was diese Kraft gibt oder macht. Aber ich finde es gut, dass wir sie haben. Ja, hier kann ich rasten. 7 Uhr machen wir auch 12 Stunden bis 7 Uhr morgens. Ich hoffe, wir werden jetzt nur nicht angegriffen. Natürlich muss es wieder regnen. Hier immer. Warum regnet es hier so oft? Da waren wir eigentlich auch noch nicht in der Hint. Aber solange wir noch nicht die passenden Waffen haben, machen wir erst einmal einen Bogen um die Erleiden halten. Oder Ruinen. So, ist die da ein Bandit oder nur eine, die hier rumläuft? Nur weiter, ich höre zu. Warte mal, Elisa. Bitte fahrt fort. Glatir? Darüber kann ich nur mit Freunden sprechen. Schönen Tag. Ich gehe immer irgendwie aus Versehen auf, wegen der Kamera. Auf Tab. So, da haben wir den nächsten. Out. Ich find's aber lustig, wie die irgendwie dann so, wenn die ihr Leben quasi schon verwirkt haben. Wie die dann mit dem letzten Schlag einfach so wegfliegen. Ich finde es so schade, wie die hier bei den Tieren, die dann am Ende noch zucken. Das sieht immer so traurig aus, finde ich. Ach, Leben ist voll. Okay. Ich hier irgendwie noch mal was reparieren.
spawnen schnell, aber die spawnen, also das Körper, eher langsam. Okay, da ist der nächste Kobold. Alter, der hat mich getreten. Der hat mich getreten. So, und Skingrad müsste jetzt gleich da. Da sehen wir schon Skingrad. Oder? So. Genau, Skingrad, da haben wir schon. Aufgegebene Mine. Ich glaube, früher oder später müssen wir die alle wirklich mal besuchen. Ich glaube, die ganzen Dungeons, die hier noch am Anfang sind, also auf den an den Straßen oder so, ich glaube, dass das vielleicht die einfachsten sein könnten und sich am meisten lohnen würden, gerade für den Anfang. Höre euch zu, Bürger. So. Osttor, Westtor. Ich glaube, die haben wirklich hier nur. Seid gegrüßt. Diese beiden Tore. Um hineinzukommen. Sag mir aber gerade, wo ist mein Pferd? Manus Hasseldor, der Graf von Skingrad hat. Mann, ich wollte es lesen. Guten Morgen. Moinsen. Herberge zur Westebene? Wie geht's? Grüße. Versteckte Tür zu Sinderions Keller. Ihr seid also Sinderion. So, ihr bringt mir etwas zum Untersuchen? Nierenwurz. Ja, das ist ein echter Nierenwurz. Und noch dazu in ausgezeichneter Qualität. Oh, da kommt mir eine Idee. Ihr wisst ja nun schon, wie sie aussehen. Was haltet ihr von einer kleinen Sömmel-Expedition? Sicher, was habt ihr euch vorgestellt? Sehr gut. Aber bevor ihr geht, solltet ihr noch etwas über Nierenwurz lernen. Ansonsten lauft ihr womöglich im Kreis, ohne welchen zu finden. Ich habe schon genug gefunden.
Ich habe hier noch mehr. Vor einigen Jahren verkaufte mir ein Abenteurer, genau wie ihr es seid, ein modriges altes Buch mit alchemistischen Formeln. Die meisten davon waren nutzlos. Auf einer der vergilbten Seiten fand ich jedoch das Rezept für ein Elixier der Erforschung, das perfekte Gebräu für jeden Verliesfanatiker. Die Formel sah gut aus, außer dass man dafür eine äußerst seltene Zutat benötigte. Genau, ihr habt das erraten, der Nierenwurz. Ich legte das Buch zur Seite, weil ich ehrlich gesagt so viele andere komplizierte Experimente am Laufen hatte, dass ich einfach keine Zeit hatte, mich auf die Suche danach zu machen. Dass ihr nun da seid, ändert die Situation allerdings. Elixier der Erforschung? Das Elixier der Erforschung ist ein Mehrzwecktrank, der offenbar mit der Kerkererforschung im Blick entwickelt wurde. Die Formel beschreibt mehrere Stärken des Elixiers. Ich habe ein kurzes Sendschreiben darüber für das Kaiserliche Alchemie-Symposium verfasst, falls es euch interessiert. Wenn ihr mir 10 Stück Nierenwurz bringt, braue ich euch das Elixier für einen absoluten Spezialpreis. Außerdem werde ich euch obendrein eine Flasche davon schenken. Der beste Ausgangspunkt für euch wäre der Schattenblatthain, ein Teil des großen Forsts nordöstlich von hier. Viel Glück und kommt bald mit mehr Nierenwurz zurück. Ich war aber noch nicht Wie geht fertig. Es euch mit eurer Suche? Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Der Dorfzahn. Ich brauche aber Ektoplasma. Der hat kein Ektoplasma. Wo kriege ich jetzt Ektoplasma her? Mann! Kann ich ihm wenigstens irgendwas andrehen? Das kann ich ihn andrehen, ja. Empfehlt mich euren Freunden. Wenn ihr mehr über den Nierenwurz erfahren wollt, lest das Sendschreiben. Okay. Glatje? Ich will ja nichts sagen, aber es ist schon etwas mehr als nur ein bisschen seltsam. Er wurde aber schon immer als der hiesige Exzentriker geduldet. Okay. Seid dem Schattenblatthain vorsichtig. Unmöglich zu sagen, was es dort außer Nierenwurz noch alles gibt. Oh, hallo. Ah, Magier. Hallo. Hallo. Morgen. Guten Morgen. Genau, wo gab's hier nochmal Ich habe keine Zeit für Narren. Wo sind die alle immer so frech? Morgen. Glartier benimmt sich im Augenblick noch seltsamer als sonst. Meint ihr nicht auch? Ja. Habt ihr etwas aus den anderen Provinzen gehört? Gerüchten zufolge versuchen die Nord, ganz Solstheim gefangen zu nehmen und die kaiserliche Festung auf der Insel zu zerstören. Ich bin nicht überrascht. Skirim scheint ständig in Grenzkonflikte verwickelt zu sein. Seht euch vor. Heute ist euer Glückstag, also sagt, was ihr auf dem Herzen habt. Bitte fahrt fort. Kann ich mit euch handeln? Nee, okay. Wiedersehen. Was? Handeln. Was darf ich euch anbieten? Was darf ich euch andrehen? Das hier zum Beispiel würde ich euch gerne andrehen. Oder das hier. So, zum Beispiel die hier würde ich euch auch gerne andrehen. Oder das. Ein exzellentes Geschäft. Ich habe 7 Nierenwurzel, da fehlen noch 3 für Sindarion. Okay. Was hat er so? Ein Silberdolch. Die erste Silberwaffe. So, okay, Weste des Baden. Ah,
Agonischer Bericht. Biografie Barentias. Bunker, gebundener Dolch. Geheimnisvolles AKW. Zombie beschwören. Es war mir ein Vergnügen, euch behilflich zu sein. Jo. Auf Wiedersehen. Ich hätte gern besser als Silber. Also besser als ein Silberdolch, meine ich eher. Was haben wir hier? Rund um die Alchemie. Hammer und Zange. So. Nicht so laut, bitte. Ich habe solche Kopfschmerzen. Alter, ich habe hier eine Motte. Ich bin Agnete, die Schmiedin. Die Besäuselte nennen sie mich. Ich wünschte, ich wäre tatsächlich besäuselt. So, ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Ist es mitten in der Nacht und eine Motte hat sich hier irgendwie reingeschlichen und hat mich jetzt voll erschrocken. So greift mich die ganze Zeit an. So, ich bin die jetzt aber fürs Erste losgeworden. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo die ist. So, ich wollte hier aber. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Und gucken, ob sie hier. Sie hat nichts. Außer Eisenrüstung. Warte mal. Brustharnisch hat 6 Schild. Und meiner hat auch 6 Schild. Eisenbeinschienen hat 4. Auch 4. Okay, das ist wahrscheinlich hier Klingenhandschuhe. Okay, da ist das besser. Hier ist es gleich, aber die Dinger sind besser. Wohl Stahlbrusthane, Stahlbeinschienen. Wenn ich das nochmal vergleiche. Die 4, 6, 2, 2, 8, 2. Sieben, vier, zwei, zwei, zwei. Okay, das könnte vielleicht besser sein. Stahlding ist definitiv besser. So, Stahlbeinschienen kostet ist 4 Schild. Und hier auch 4. Okay, Handschuhe als nächstes. Die Handschuhe sind 2. Hier auch 2. Dann Helm ist 2, hier auch 2. Schild ist 8, Stiefel 2. Schild ist 8, Stiefel 2. Okay, dann ist das hier das Einzige, was besser ist. Empfehlt mich euren Freunden. Ja, mache ich Gerüchte? Vorhin habe ich Uga Kramoga gesehen. Zumindest glaube ich, sie war es. Vielleicht war es auch ihre Schwester. Skingrad. Also die örtlichen Weine sind hervorragend. Sie sind nicht billig. Aber ich trinke kein Bier oder Ale mehr und das will was heißen für einen Ort. Okay. Ja. Sieht aber nice aus. Ich
finde, das sieht richtig nice aus. Auch ihr. Also ich hätte aber jetzt gern wirklich langsam was aus Silber. So, ich gehe jetzt nochmal. Hey! Hä? Na, aber ich hätte wirklich jetzt langsam gern irgendwie Silberausrüstung, Waffen. Aber ich glaube, wir suchen mal hier irgendwie in der Nähe irgendwas, wo wir nochmal 3 Nierenwurzel kriegen. Für Synderion. Jetzt, wo wir auch vor allem Blutkrustenhöhle. Ach, da unten. Nierenwurzel wachsen ja hauptsächlich in der Nähe von Wasser. Oder wo viel Feuchtigkeit herrscht. Ist das hier eine Straße oder was ist das? Das ist eine Straße, okay. Da vorne haben wir Wasser. Warte mal. Schattenlauf. Ach so, da hätten wir hingehen müssen. Okay. Dann gehen wir da hin. Dunkelbier. Warum lag hier ein Dunkelbier? Ein Uhr nachts. Ich habe mich schon gewundert, warum der Himmel so schwarz ist. Zaster her oder setzt was. Nein. Können wir auch machen, wenn ihr wollt. Ich wärme mich gerade erst auf, du erbärmlicher Wurm. Zeigt mir, was ihr da habt. Oh, was ist los? Hey! So, was ist das? Stahlstreifkolben. Können wir verkaufen gehen. So, aufgegebene Mine. Magie reicht wieder nicht aus. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Das Spiel ist mir aufgehoben. Muss ich leider sagen. Der Wegelagerer ist jetzt nicht wieder erschienen, muss ich sagen. Und die eine Grotte habe ich jetzt nicht nochmal erkundet. Also hingegangen zum Dingsen. Um es aufzudecken. Aber immerhin, wir machen jetzt die Quest hier.
und suchen hier mal nach Nierenwurzen. Netter Versuch. Und da hinten müssen wir suchen. Auf der Suche nach euren Wurzeln. Nun, ich habe das Schattenlaubdickicht erreicht. Nun kann ich nach der Nierenwurz suchen. Da sehe ich eins, da sehe ich noch eins. Hier vorne ist noch eins. Eins. Wo? Doch, es gibt einen Turm. Drei. Ich habe insgesamt 10 Nierenwurzel gefunden. Ich sollte zu Senderio nach Skingrad zurückkehren, damit er ein Elixier der Erforschung daraus herstellen kann. Gibt es noch mehr? Ich glaube nicht. Ich gehe mal dieses Mal diese Richtung. Und natürlich ist davon ein Wolf, der uns gleich angreifen wird. Beziehungsweise wir ihn. Wolf. So. Und da haben wir die Straße wieder. Ey, ich finde das aber super, dass wir Senderion jetzt mal lebendig begegnet sind. In Skyrim werden wir ja eh noch zusammen zocken, aber wir alle kennen Senderions Leiche in den Schwarzweiten. In der ersten Hütte, wo wir da reingehen, wo wir dann die Purpurnierenwurzel sammeln und suchen müssten. Wie kann ich euch behilflich sein? Und ich frage mich auch wirklich, wen werden wir alles noch in den zukünftigen Elder Scrolls Teilen wiederfinden? Ob lebendig oder tot. Hallo. Hälse von Barentia sind wir ja. Mitleid, Herr. Ich habe nichts zu essen. Gruß euch. Also, Hälse von Barentia sind wir ja in Morrowind ja wieder begegnet nach Daggerfall. Ich grüße euch. Ach, da ist er. Abermals willkommen. Wie geht es euch mit eurer Suche? Elixier der Erforschung. Fantastisch. Ihr habt tatsächlich 10 Stück Nierenwurz gefunden. Ich fange gleich damit an, das Elixier der Erforschung zu brauen. Wenn ich diesem Wälzer glauben darf, brauche ich noch mindestens 20 Stück Nierenwurz, um das Elixier in der nächsten Stärke herzustellen. Wenn ihr in etwa 24 Stunden zurückkehrt, habe ich auf jeden Fall das schwächere Elixier fertig. Ich soll nochmal 20 sammeln.
Quest wurde aktualisiert. Ich habe Sendero und die ersten 10 Exemplare der Nierenwurz gegeben. Wenn ich eine mittlere Form des Elixiers der Erforschung wolle, bräuchte er 20 Exemplare mehr. Wen die Götter ärgern. Mir kommen seltsame Berichte. Überfall auf Grauland. Mazoka der Ork. Graf Marius Carus wegen eines Orks nach Mazoka auf Schloss Leia Wien besorgt. Dieser Ork behauptet, ein Ritter zu sein. Vielleicht würde Marius Caro meine Hilfe begrüßen, wenn ich mehr über sie herausfinde. Die Täuschung der Sirenen. Ich habe mit Maelona gesprochen, einer Rotwardone, die in Anvil lebt. Anscheinend hat sich eine Bande weiblicher Diebe... Ah, stimmt, das wollten wir machen. So, Anvil war hier. So. Sie locken Männer mit verheißungsvollen Versprechungen in ihr Bauernhaus und sie berauben sie, ob ihre Ankunft dann ihrer ganzen haben. Die Männer beschämt das so sehr, dass sie es nicht den Behörden melden. Maelonas Ehemann ist eines der Opfer. Dann machen wir vielleicht da noch die Quest. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, bin ich euch gern zu Diensten. Anvil war welche Richtung? Die Richtung, ne? Habt ihr meine Münze? Meine Füße bringen mich um. So. Ein Experte der schweren Rüstung wird nur um 50% langsamer. Hallo? Hallo. Ihr seid Athletik hi. Verbessert. So, aber jetzt ernsthaft, wo soll ich jetzt auf die Schnelle mal 20 Nierenwurzer herholen? Sindelion werden wir definitiv ein paar Mal öfters besuchen. Können wir verkaufen? Und nochmal heilen. Und vorsichtshalber nochmal speichern. Hier sind gleich zwei Oblivion-Tore hinten nebeneinander. So. Wen haben wir denn hier? Was hat denn für ein Schuss von dem? So, können wir auch verkaufen gehen? Wollen Sie aber nochmal speichern? Da vorne ist schon Quatsch. Gegen die. Lieber nicht. Ich sehe lieber zu, dass ich renne. Kann es sein, dass da immer mehr kommen, umso mehr wir vom Level aufsteigen?
Wahrscheinlich der Dieb hier. Ja, wo rennen die hin? Wie schnell ist er denn bitte? Oder bin ich einfach nur so langsam? Wer ist noch hier in der Nähe, der mich angreifen könnte, wollte, würde? Okay, ich glaube, jetzt ist erstmal Frieden. Jetzt ist erstmal Ruhe. So, Quatsch, da können wir erstmal nichts machen. Das nehmen wir auch mal mit. Und... okay. So, Feinstahl-Langschwert macht wie viel Schaden? 7. Das ist das Beste, was wir momentan haben. Das Feinstahl-Ding. Okay, wir sollten definitiv den nächsten rasten. So. Noch mal ein bisschen Eberfleisch. Das heißt, wir haben jetzt dann eigentlich Stufe 6 erreicht. Will mich wo angreifen? Ich würde wirklich gerne wissen, wer will mich hier jetzt angreifen? Können nicht warten, wenn Feinde in der Nähe sind. Ich wüsste nur gern wo. Wer hat mich hier im Visier? Du? Wer ist hier? Wer? Nehme ich mal mit. Oh.
nehme ich auch mit. Können wir definitiv ordentlich Geld mitmachen jetzt. Sobald wir eine Anwalt sind. Die Goldküste. Ich freue mich aber schon, wenn wir das Stärkste sind, was hier rumläuft. Vor allem, wir wissen ja schon, dass der Nerevarine ja nach AKG gegangen ist. Aber wissen wir, was aus dem ewigen Champion geworden ist, aus Elder Scrolls Arena? Oder mit dem Agenten aus Elder Scrolls Daggerfall. Gottschau-Herberge, ich würde vielleicht hier einfach mal hingehen. Gottschau-Herberge? Was ist? Was habt ihr zu berichten? Man sagt, Syndikate von Zauberern hätten einen Boykott von kaiserlichen Waren ins Land der Altmer angeführt. Die Altmer haben mächtige Zauberer. Das könnte eine gefährliche Situation ergeben. Lebt wohl. Ich grüße euch. Ist mir ein Vergnügen. Fahrt fort. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Okay, der hat 50 Gold, also bis 50 Gold kann ich ihm Sachen verkaufen. Daran habt ihr viel Gold verdient. Okay, mehr kann ich ihm nicht verkaufen. Beehrt uns bald wieder. Ja, ein Bett hätte ich gerne. Ja, es ist ein Bett frei. Ihr könnt eines haben. Das macht 10 Goldstücke die Nacht. Was meint ihr? Ich nehme es. Na gut. Geht die Treppe dort hinten hinauf und nehmt die letzte Türe am Ende des Gangs, direkt gegenüber, wenn ihr um die Ecke geht. Okay. Auf Wiedersehen. Am Ende des Gangs. Die hier. Sieht danach aus. So, pennen wir mal bis 8 Uhr morgens. So, wir können in Schnelligkeit nochmal was investieren. In Stärke will ich nochmal was machen. Und noch einmal in Konstitution. Willenskraft haben wir zu wenig. Ja, okay. So, und wir sind jetzt offiziell Stufe 6. Müssen die Hauptfertigkeiten ihrer Klasse weiter trainieren. Die Dinger hier weiter trainieren. Die nächste Stufe. Aber ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.